Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir versuchen es heute nochmal mit dem Bombenanschlag. Und zwar Teil 2. Wir sollen uns mit 8-Ball treffen, das kennen wir ja mittlerweile. Wir brauchen ein Auto vor allen Dingen. Ja, eins hast du gedrückt. Ich weiß mittlerweile, dass man auch mit Viereck drücken kann. Ja, mit Viereck. Okay, ich brauche aber vor allen Dingen eine Stelle. Kommen wir jetzt zurück zum Hafen. Da steht der Benji. Hey, ihr springt 50 Millionen Kilometer vor mir. Springt ihr auf die Straße. Und wartet nur, dass wir fahren werden. Naja, wird immer sein. Wir müssen heute weitermachen. Wir müssen heute auf die Reihe bekommen. Viel haben wir noch nicht mehr. Ich weiß, dass wir tatsächlich nur gefährlich müssen, den zweiten Teil der Stadt freischalten. Ich kenne aber tatsächlich keine Karte von ihm jetzt von dem Spiel. Das ist das Lustige. Sobald wir den ersten Schuss absolviert. Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot. Na gut. Warum man wirklich hier findet, dass ich da hochkomme, dass ich die von oben wegsnipern kann. Gibt's aber keinen, ne? Keinen vernünftigen, oder? Ich hätte jetzt gerne gedacht, okay, wir machen das anders. Sie gehen da hoch, aber irgendwie. Dass das nicht auffällt. Das fällt auch nicht auf, dass da mal eben kurz zwei Typen rumrennen. Und sich quasi, ne? Ich bin so schlecht in Snipern, ne? Ich bin so scheiße schlecht im Snipern. Ich hab so... Oh Gott, ey. Und vor allem dürfen wir nochmal wieder zurück zum Punkt, Ausgangspunkt. Alter, was ist denn heute mit mir? Kein Auto mehr hier. Doch, hier hätte ich noch eins, aber... Was für eine Scheiße ist das denn, ne? Warum hab ich hier nicht... Warte mal, der steht von denen die Karre noch rum. Der steht hier nicht mehr, schade. Verdammt. Gibt auch keine Dings, ne? Warte mal. Ich habe eine Idee. Wir machen das Ganze ein bisschen anders. Ich hole mir mich jetzt eine. Sag mal so, Moment. Ich
was. Ich gucke mal gerade durch, was ich für Waffen habe. Die Panzerfaust, das war eigentlich der Plan an der Sache. Warte mal, krieg ich die genauso abgefeuert wie eben auch, wie die andere auch. Und zumindest habe ich eine Panzerfaust. Das ist immer das Wichtigste. Wenn es heute jetzt losgeht irgendwie. So, perfekt. Das funktioniert. So könnte es funktionieren. Ich die Jungs schon mal weghaue da. Ach, ich kann Snipergewehr. So. Dann fahren wir zurück zu 8-Ball. Was für eine Scheiße. Ich kann mich privat mal erinnern, dass ich an diese Mission. Oh, da habe ich lange gesessen, bis ich die immer mal dauert, bis ich die mal down hatte. Ich glaube, ich habe die sogar machen lassen damals. Ja, wie gesagt, das Spiel ist ja schon fast 20 Jahre alt und ich bin jetzt 32, also ich war damals 12, als ich das Spiel damals jetzt ein bisschen nach. Und ich habe immer noch keinen ruhigen Finger, ich kann das nicht. Ich bin einfach kein Sniper, Gott, um Gottes Willen. Das ist, dafür gibt es andere Leute. Die Cutter, die können das bestimmt ohne Probleme machen, aber ich kann es nicht. Vor allem nicht mit dieser hakligen Steuerung. In GTA 5 wird es auch vielleicht gehen, aber nicht in GTA 3. Dann versuchen wir es noch. Ich brauche aber kein Gewehr. Scheiße, die Sonne. So, dann fahren wir zurück. Wir müssen Gott sei Dank nur mal geradeaus fahren. Also der Hafen ist ja hier vorne irgendwo. Geradeaus. Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot. So, ich probiere mit dem ersten Schuss. Ich muss gucken, dass ich die zwei weggekassiert kriege. Meinem Glück schieße ich mich jetzt genau auf diese Kante und töte mich selber. Fickt euch doch! Ey, das ist zum Kotzen gerade mit der Mission, ne? Darf ich den ganzen Weg wieder zurückrennen? Ich kenne nicht, was für eine Scheiße. So eine Kacke ist das. Vor allem hält der auch nichts aus, der Typ, ne? Thank you.
Kann doch nicht sein, dass wir jetzt gerade an diesem Scheiß, an dieser Mission verzweifeln. Hey, hey, you wanna party? Nee, heute nicht. Ich will erstmal nur das da mit dem Schiff erledigen. Oder hab ich den gerade so? Oder hab ich den selber geholt? Hier. Oder ich dachte etwa, dass ich den gerade so pickt geholt habe. Was ist denn die Säule? Das muss doch irgendwie mal auf die Reihe bekommen zu sein. Das kann doch nicht sein, dass wir den jetzt. Ja. Scheiße, Alter, das kann doch nicht sein. Ich will diese Mission ja nicht haben. Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot. Ich könnte jetzt einen Panzer holen, aber das wäre auch nicht der Plan an der Sache. So. Ich kann mich auch nicht verstecken, ne? Ach, der will da hin. Der will auf den zielen. Wieso will der auf den zielen? Ich will aber nicht auf den zielen. Glück geht der natürlich jetzt wieder drauf. Ich katze gleich. Ja, du wärst ja, wartest einfach, bis ich die scheiß Typen da weghaue, habe alle. Habe ich den 8-Ball? Haben wir es erledigt oder was? Jo! Erledigt. So viel. Aber das war die Mission. Scheiße, Alter. Haben wir wenigstens was irgendwie auf die Reihe bekommen, indem wir erstmal die zwei da oben weggenutzt haben. 150.000 dafür, ja, immerhin. So, dann haben wir das auch soweit. Drei oder vier Versuche haben wir jetzt gebraucht, bis wir ein bisschen gebraucht haben. Wir haben sie geschafft, liebe Leute. Wir haben sie dann irgendwann im Let's Play sogar geschafft. Ich hab's ja privat
Aua. Ich habe es in privater Nummer nicht geschafft, aber dann jetzt endlich mal mit euch zusammen im Let's Play. Wir fahren als nächstes in Salvatore. Aber ich überlege gerade, ja doch, das könnte sein, dass wir sogar eine neue Folge machen müssen. Fahren wir jetzt mal zu Salvatore hin. Wunderbar, ich bin gerade ziemlich erleichtert, dass wir das Ding gepackt haben, denn irgendwann. Gut. Aber wie angekündigt, würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Folgenbreak. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3 und dann gehen wir mit der nächsten Mission mit Salvatore los.